Hi, mein Name ist Nick Schufmacher, das MX Style, sicher zum MX Lifestyle und heute mit dem Thema, wie setze ich mir vernünftig Ziele? Also, viel Spaß dabei! Ja, liebe Offroad-Sportfreunde, als allererstes möchte ich mich natürlich bei jedem einzelnen von euch bedanken für das grandiose Jahr 2016. Ja, den YouTube-Kanal MX Style ist wirklich richtig gepusht worden, auf jeden Fall. Ja, wenn ich dran denke, Ende 2015, Anfang 2016 hatte ich irgendwas grob über den Daumen gepeilt von 100 Abonnenten. Jetzt liegen wir weit über die 1300, ja. Also wirklich, man kann sagen, die Anzahl der Abonnenten verzwölffacht. Ich denke, das ist enorm, ja. Ihr merkt schon, ich kann kaum noch reden, richtig stolz auf jeden Fall darauf, ja, das erreicht zu haben. Und ja, finde es klasse, dass die Community immer weiter wächst und wir gemeinsam den Sport wirklich bekannter machen im deutschsprachigen Raum. Also das ist echt klasse. Und es freut mich, wenn ich jeden Einzelnen natürlich helfen kann, jeder Kommentar da reinrieselt und ich kann ihn nur vielleicht nicht immer 1:1 wirklich perfekt helfen, aber ihnen den gewissen Gedankenanstoß geben, das mal aus einem anderen Blickwinkel zu beachten, also betrachten und dann die Dankbarkeit, die von euch kommt. Also wirklich vielen, vielen Dank dafür und ich freue mich schon auf 2017. Ja, und das ist auch ein gutes Stichwort, 2017, neues Jahr. Und da geht es, wie schon im letzten Video erwähnt, ja um die Zielsetzung und ich bin ganz ehrlich, ich nehme das jetzt noch vor Weihnachten auf, habe aber schon konkrete Ziele und Visionen, wie ich das mache. Ich hoffe, ihr habt das euch angenommen und schon mal für euch selbst euch ein bisschen hinterfragt und auch mal in 2017 geguckt, wo es denn hingehen soll und euch so ein paar Ziele formuliert. Wenn ihr da jetzt natürlich noch Unterstützung braucht, quasi hier ein Last-Minute-Ticket mit diesem Video, wo ich euch noch mal ein bisschen Unterstützung dazu gebe, ja. Auch wenn ihr das später seht, ihr könnt das immer umsetzen, ja. Bloß ich sag's mal so, wenn man soziale Unterstützung braucht, weil das sehr viele machen jetzt im Jahreswechsel, ist halt das ein recht guter Zeitpunkt, ja, weil es fast jeder macht oder viele machen, ja. Und deshalb ist das immer eine recht gute Zeit, dies zu tun. Aber nichtsdestotrotz, wenn du das Video später siehst oder an einem anderen Zeitpunkt, lass dich dadurch nicht aufhalten, sondern setze es gleich um, ja. Und da zeige ich euch mal, wie ich denn das so mache. Ich mache das jetzt mittlerweile seit 2-3 Jahren wirklich richtig bewusst und es hat mir schon geholfen auf jeden Fall. Ja. Also es ist wirklich, wie im letzten Video erwähnt, ein ganz gutes Werkzeug. Und wie mache ich das? Es gibt einmal die großen Ziele, die man sich setzen sollte. Das sagt ja auch jeder, wirklich große Ziele setzen. Aber die sollten natürlich dann langfristig sein. Auf kurze Sicht sich irgendwelche großen Visionsziele zu setzen, bringt nicht viel, weil ich habe die Erfahrung auch an mir selbst gemacht. Man ist dann relativ schnell demotiviert, weil man die einfach nicht in kurzer Zeit erreicht. Ja? Und dann schmeißt man den Battle quasi in die Ecke. Ja? Somit jetzt wirklich ganz privat mal Einblicke, was so meine Ziele wirklich weit gesehen sind. Ja? Eigentlich für mich ist das Ziel, so mit 35 Jahren das zu erreichen. Ich brenne mir das schon seit 2 Jahren in den Schädel rein quasi. Nehme das auch hin, aber wenn man wirklich mal eine ruhige Zeit hat und dann überlegt so, ey, man ist doch echt verrückt, oder? Ja, aber ich zeige es euch gerne mal. Das hier ist nämlich mein Vision Board, nennt sich das. Ja? Also so ein bisschen, wo es mal hingehen soll, was ich haben möchte und was ich erreichen möchte. Natürlich von euch aus, jetzt muss ich überlegen, rechts oben, ja, natürlich immer Motorrad am Start, ja. Dann auch mit der Wirtschaft immer ein bisschen zu tun haben, so dass das einen Geld generiert, also investieren und so weiter, das ist ein Faktor. Dann, was ein großes Ziel ist, wirklich ein Ferienhaus zu haben, am besten bei die Amis in Kalifornien mit einer eigenen MX-Strecke, wo ich euch natürlich dann auch gern recht herzlich dazu immer einladen möchte. Ja. Das ist wirklich ein Ziel, aber wie gesagt, wirklich langfristig über Jahre, also so in dem 5-10-Jahresplan. Ja. Also ich bin jetzt nicht verrückt oder so,
würde ich behaupten wollen, könnt ihr jeder für euch selber jetzt einschätzen. Ja, aber das sind wirklich so Ziele, die ich erreichen möchte. Was habe ich hier? So ein eigenes Training, ja, also nicht Fitnessstudio, wirklich ein privates. Also ich möchte jetzt kein Fitnessstudio aufmachen, aber so, was weiß ich, im Keller oder im Ferienhaus halt so einen Fitnessbereich haben. Ja. Optimal noch ein bisschen Wellness, einen richtig geilen Pickup fahren mit den Motorrädern hinten drauf. Ja, ich möchte auch mal Hubschrauber fliegen. Ich möchte einen eigenen Hubschrauberschein machen. Ob ich das jetzt bis 35 schaffe, ist fraglich. Ja, das sehe ich selber noch nicht ganz so. Aber es ist immer gefährlich, nicht, dass man sich ausbremst. Ja, deshalb wirklich hohe Ziele setzen. Ja, wie gesagt, bei den Amis eine richtig geile eigene Werkstatt zu haben. Hier oben ist noch ein Million-Dollar-Schein. Also finanziell auch ein bisschen frei zu sein. Natürlich, um das Ganze genießen zu können. Ja, das ist so der nächste 5- bis 10-Jahres-Plan, was mich betrifft. Hier unten noch ein eigenes Büro. Also was heißt eigenes Büro, um jetzt hier diese Sachen wie Videos und so weiter zu machen? Also das wird mich auch weiter begleiten, weil wirklich ich eine Erfüllung habe, anderen Leuten zu helfen und gerade in meinem Sport, im Offroad-Sportbereich, wenn ich das machen kann und ich kann immer weiterhelfen mit meinen kleinen Tipps und Tricks, das wäre echt geil. Also das sind wirklich große Ziele, ja, da kann man verrückt träumen und richtig fliegen, ja. Wir lassen ja auch das Motorrad über die Strecke fliegen, also wieso sollte man nicht mal die Gedanken ein bisschen fliegen lassen? Das hält ja auch ein Leben und das motiviert natürlich mich auch, jeden Morgen aufzustehen. Zum Beispiel, ich hole es nochmal her, hier diesen durchtrainierten Körper da zu sehen, ja, und zu sagen, ja, ich will fit bleiben und sportlich und was weiß ich, ja. Also es gehört einfach zu meinem Leben mit dazu. Da ist auch noch ein, ja, Deutsch-Englisch-Wörterbuch wahrscheinlich mit die größte Herausforderung für mich. Ja, weil sprachlich bin ich nicht der Versierteste. Also ich habe einen Realschulabschluss und hatte da mit Englisch-Deutsch echt, ja, zu kämpfen. Vielleicht hört es der eine oder andere auch raus, ja, dass das nicht gerade meine Stärke ist. Ja, aber gerade wenn ich bei der Amis ein Ferienhaus haben möchte, wird das wahrscheinlich unabdingbar sein. Und auch ein Step mit dahin sein. Und natürlich auch hier, ja, ein bisschen Technik dabei an der Strecke, um an seiner eigenen Strecke ein bisschen zu basteln, ja. Also das sind so, ja, der eine oder andere mag sagen, Hirngespinste, aber ja, das motiviert einen dann früher auch aufzustehen und nicht im Bett liegen zu bleiben, auf jeden Fall. Aber das ist natürlich jetzt viel zu krass zu sagen, okay, das will ich 2017 erreichen. Ja, wenn du natürlich diese Möglichkeiten hast und Möglichkeiten siehst, will ich dich nicht aufhalten und jetzt hier reduzieren oder so. Ja, das auf gar keinen Fall. Aber das wäre schon sportlich und wenn du das schaffst, ja, sag mir, wie du es geschafft hast, dann bin ich gern mit dabei. Ansonsten setze ich mir dann Ziele ja fürs Jahr, das sieht dann so aus, habe ich hier so eine Tabelle, ich lese mal kurz vor, um was es da so geht. Also zum Beispiel hier eine Spalte für MX Style EU, da war es zum Beispiel dieses Jahr wirklich das Ziel, 5000 Abonnenten normalerweise zu erreichen. Ja, also jetzt sagt man sich, okay, also ihr seht schon, die Ziele doch recht hochgesetzt von 100 Abonnenten in ein Jahr auf 5000. Na klar, wenn man ein virales Video hat oder sowas, kann das durchaus gelingen, ja. Aber es war schon hochgesetzt, aber nicht mehr so krass hoch wie dieses Vision Board hier, sage ich jetzt mal, ja. Also es ist schon ein krass hohes Ziel und das ist auch der Trick von hohen Zielen. Wenn man diese nicht erreicht, ja, ist es meistens gar nicht so schlimm. Wenn man die Hälfte erreicht, ist das nämlich auch schon großartig. Wie jetzt hier in dem Beispiel, ich wollte 5000 Abonnenten erreichen. Okay, das war mein Fokus, wollte darauf hinarbeiten. Ja, und habe es immerhin immerhin geschafft, ja, so heißt das Wort, meine Abonnentenzahl zu verzwölffachen. Ja, also das ist schon enorm. Ja, und dann habe ich hier noch Beruf, zum Beispiel, dass ich mehr von zu Hause aus arbeiten möchte. Habe da wirklich jetzt zum Beispiel in meinem Beruf weniger den Fokus auf mehr Verdienen gelegt, sondern auf mehr Freizeit bzw. zu Hause zu sein. Und habe es jetzt schon geschafft, ab und zu Homeoffice zu haben. Nicht so krass, wie ich es mir hier vorgestellt habe, aber es ist schon mal in die richtige Richtung gegangen. Hätte man sich das Ziel nicht gesetzt, würde man noch weiter rumeiern, irgendwas machen, aber nicht da, wo man hin will. Ja, also hier wirklich ein Vorteil von Zielen. Gut, was dieses Jahr wirklich richtig schief gegangen ist, 2016, kann man schon fast so sagen, ist der Bereich MX oder Offroad-Sport. Ja, da wollte ich die komplette SOC-Saison durchfahren, die komplette Sachsenmeisterschaft im Motocross durchfahren und ja, das ist einfach nicht gelungen.
Ich hatte mir dann Schlüsselbein direkt im ersten Rennen gebrochen. Ja, Motocross bleibt sowieso erstmal außen vor, so wie es aussieht, wenn es mich da robbt und reißt. Ja, werde ich ja trotzdem mit hinmachen. Meine bessere Hälfte versucht mich da ein bisschen zu bremsen. Ja, ja, schauen wir mal, was da rauskommt. Und beim SOC habe ich ja dann wirklich weitere Rennen dieses Jahr noch bestritten. Musste natürlich da erstmal reinkommen. Die ganzen Videos und so, die kennt ihr ja. Könnt ihr euch gerne auf meinen Kanal reinziehen. Ja, stöbert da gerne ein bisschen rum. Und ja, da habe ich sportlich gesehen gar nicht so viele Ziele im Hinterkopf für nächstes Jahr. So vielleicht SOC fahren. Ja, ob komplett durch oder nur sporadisch, das muss ich jetzt noch weiter austexten. Ich möchte wirklich mehr den Fokus auf MX-Style dazu ziehen. Dann habe ich hier zum Beispiel eine Spalte Immobilien, ja, das wisst ihr zum Beispiel gar nicht, also wirklich jetzt hier ganz private Einblicke, zum Beispiel die dritte Eigentumswohnungen im Jahr 2016 zu kaufen. Und das habe ich auch geschafft, ich habe meine dritte Eigentumswohnung gekauft. Und ja, dann auch ein eigenes Produkt auf den Markt bringen, da war ich auch, habe mich da bei, wie heißt das, jetzt komme ich gar nicht drauf, Patentamt, genau, Patentamt schlau gemacht, ein Beratungsgespräch gehabt hier an der TU in Chemnitz und so weiter. Ja, das stagniert auch erstmal, weil ich gemerkt habe, zu viele Sachen auf einmal. Das klappt nicht, ja. Dann macht man hier ein bisschen, da ein bisschen, aber nicht so richtig, ja. Und das sind halt die Erfahrungen, die man immer weiter so sammelt. Also 2015, meine Ziele, die ich für 2015 zum Beispiel gesetzt habe, habe ich wirklich ziemlich gut erfüllt. Also da muss ich sagen, da habe ich 80-90% wirklich Zielerfüllung gehabt. Dieses Jahr nicht, schon allein durch MX, dass ich den Schlüsselbeinbruch habe. Hatte. Ja, ist aber nicht so schlimm. Ich habe jetzt hier wirklich einige Sachen, ich habe ja auch nicht alle vorgelesen, ja, aber einige Sachen schon umgesetzt und geht in die richtige Richtung auf jeden Fall. Und nun gilt es, neue Ziele zu setzen. Wie sieht das aus, ja? Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht aus 2016. Ich erkläre das zum Beispiel mal jetzt hier am Kanal. An die Abonnentenzahl gekoppelt, ja, war das Ziel, also richtig terminiert hier, ja, 5000 Abonnenten auf YouTube bis zum 16.12.2016, ja. So ähnlich werde ich das dieses Jahr auch wieder gestalten, also ein Datum kurz vor Weihnachten heraussuchen, herauspicken. Ganz so weit bin ich noch nicht. Ich habe mir auch überlegt, okay, 5000, das willst du 2017 stemmen. Habe aber jetzt im Hinterkopf mit der Zahl, dass ich das letztes Jahr geschafft habe, zu verzwölffachen, ja. Also immer noch grandios, wo ich das mir mal vor Augen gehalten habe, ja. Echt krass. Und ja, und habe mir gedacht, okay, 5000, das setzt du dir einfach für 2017 wieder, 5000 Abonnenten zu erreichen. Habe aber jetzt die Angst, okay, wenn du es verzwölffacht hast das letzte Mal, dass es vielleicht zu niedrig angesetzt ist. Also ich schwank jetzt wirklich, das auf 10.000 hochzuschrauben, das Ziel. Ja, und ihr seid natürlich ein wesentlicher Faktor dabei, das mit zu bewirken, ja, indem ihr immer fleißig liked, kommentiert und teilt. Wie gesagt, da bin ich sehr, sehr dankbar an der Stelle, ja, dass ihr mich da so unterstützt und ich die Vision, den Sport bekannter im deutschsprachigen Raum zu machen, natürlich weiter ambitioniert verfolgen möchte. Und werde da echt überlegen, das Ziel vielleicht auf 10.000 hochzuschrauben. Aber so kann das natürlich aussehen, ja. Das Ziel sollte auch smart sein, ja. Ja, smart ist eine Form, wie man sich Ziele setzt, ja. Jetzt für das ganze Jahresziel kann das noch ein bisschen abweichen, aber wenn du dann wirklich konkrete Schritte ableitest, sollte das schon smart sein. Ich erkläre das trotzdem mal an den YouTube-Abonnentenzahl, ja. Und smart heißt einfach nur, das sind die einzelnen Wörter dann, ja. Also die einzelnen Buchstaben im Wörter aufgeschlüsselt. Smart fängt mit S an, heißt spezifisch. Okay, was will ich? Mehr YouTube-Abonnenten. Das wäre dann quasi spezifisch, was ich haben möchte. Dann M, also messbar. Ja, das heißt dann 5000 oder 10.000. Das ist das, wo ich jetzt noch hinschwank, ja, dass man das dann messen kann. Ja. Dann auch akzeptiert, also A wie akzeptiert, du musst das auch wollen selber. Ja. Also für dich muss das Ziel auch erstrebenswert sein. Dann natürlich nach smart kommt R, also ob es auch realistisch ist, das Ziel. Und ich denke, okay,
Es gibt YouTuber, die haben mehrere Millionen oder 100.000 Abonnenten. Könnte realistisch sein. Ich denke auch, es gibt mehr als 10.000 Offroad-Interessenten im deutschsprachigen Raum. Ja, also kann man die Leute wirklich, denke ich, erreichen. Ja, also das ist wäre trotzdem noch realistisch. Und dann terminiert noch, also T smart, ja, T zum Schluss heißt terminiert. Also sich einen Zeitpunkt festlegen und das wäre dann halt Mitte, Ende Dezember für 2017 das erreicht zu haben. Ja. Und wie geht das dann weiter? Es wäre dann quasi so ein Jahresziel, was man erreichen will und dann kann man halt sagen, okay, es ist ja oftmals so ein exponentieller Anstieg, dann möchte ich im Januar, meinetwegen, das habe ich jetzt noch nicht fest konkret niedergeschrieben, wie gesagt, da bin ich noch am Plan, da müsste ich für Januar, um das zu erreichen, schon mal die nächsten 500 haben. Und dann ab März müssten oder sagen mal ab spätestens ab April, Mai oder sowas müsste ich jetzt ausrechnen, ja, müsste ich dann wirklich jeden Monat so 1000 Abonnenten generieren, ja, um das dann schlussendlich auch zu erreichen. Also sich das große Ziel für 2017 dann wieder weiter runterbrechen und das dann wirklich so weit, dass es auch greifbar ist. Also in den nächsten ein, zwei Wochen oder so. Okay, ich muss jetzt in den nächsten zwei oder ich sollte in den nächsten zwei Wochen nicht so viel Druck aufbauen. Es soll immer ja noch Spaß und Freude im Leben machen. Ja, wenn ihr dann Stress habt in eurer Freizeit, ist es uncool. Ja. Und sollte man dann sich so wirklich so sagen, okay, um jetzt im Monat 500 Abonnenten zu erreichen, brauche ich in der Woche ungefähr über 100. Und dann kann man ja gucken, okay, was muss ich diese Woche machen, um 100 Abonnenten zu generieren? Ja, also so weit bricht man das dann runter und kann dann wirklich Step by Step dann seine Ziele auch erreichen. Bis hin in der Hoffnung, dass über Jahre dann das hier nicht mehr bloß auf Blatt Papier ist, sondern wirklich greifbar in der Hand ist. Ja? Zum Beispiel hier eine eigene Strecke. Also das ist zum Beispiel das Foto von dem Video oder YouTube-Video hier Dreamland von Ford Moto. Müsst ihr euch mal reinziehen. Also ich glaube, jeder Offroad-Sportler im Zweiradbereich kriegt da nasse Augen. Ja? Also das ist echt geil. Ja, sowas dann mal sein eigen zu nennen irgendwie in der Richtung. Das wäre schon ein großer Traum von mir auf jeden Fall. Noch ein Traum, hoffentlich wird es realistisch. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ja, soweit, wie man eigentlich seine Ziele definiert. Ja, okay, jetzt sagst du dir vielleicht, Nick, schön und gut dein YouTube-Beispiel, aber was bringt mir das? Ich will hier im Offroad-Bereich was rocken und wie mache ich es da? Ja, okay, ja, ganz verständlich, erkläre ich dir auch ganz kurz. Nehmen wir mal folgendes Szenario an: Du fährst in deiner regionalen Wettkampf, eine ganze Saison, fährst du bereits, hast du ein bisschen Erfahrung, bist da aber im Mittelfeld auf Platz 20 oder so unterwegs und willst in die Top 10 kommen. Ja? Dann setzt du dir als erstes, als Jahresziel, ich will in die Top 10 kommen. Das ist dein spezifisches Ziel. Oder besser gesagt, du willst besser werden. Du willst besser werden in deiner Landesmeisterschaft meinetwegen, ja. Dann messbar Top 10. Also das wäre dann schon messbar. Du willst in die Top 10 kommen. Dann akzeptiert, das muss für dich erstrebenswert sein. Ja, und ich denke, von Platz 20 auf Platz 10 vorfahren ist auf jeden Fall ein strebenswertes Ziel, ja, wenn du das richtig willst. Das ist ja richtig geil eigentlich, ja, 10 Plätze besser am Ende des Jahres zu sein, ja. Und dann realistisch, ist es denn realistisch, das zu schaffen? Ja, in dem Beispiel denke ich auf jeden Fall, wenn du schon ein bisschen Erfahrung hast, gerade auch mit Wettkämpfen und schon einige Saisons gefahren bist, quasi, ja, komplette Wettkampfsmeisterschaften, auf jeden Fall kann man sich dann 10 Plätze verbessern, wenn man dann sich halt richtig dahinter setzt. Dann zählen natürlich auch andere Faktoren rein, wie bist du von der Arbeit her eingespannt, was musst du vielleicht dafür tun, damit du da mehr Freizeit schaffst oder wie auch immer, wie da deine persönliche Situation ist. Aber es geht wirklich erstmal nur um das Ziel setzen, was will ich haben, ja. Und später kommt erst das Wie. Wie schaffe ich das? Ja, also wirklich, hier geht es erstmal nur um die Zielsetzung. Dann haben wir das auch realistisch abgeklärt. Terminiert. Was ist terminiert? Na, dein letztes Rennen, die letzte Runde, ja, entscheidet dann. Ja, also gucke rein, wann ist in meiner Meisterschaft das letzte Rennen.
Ja, eine Meisterschaftsfeier bringt dir nicht ganz so viel als Termin da festzulegen, weil nach dem letzten Rennen, letzte Runde kannst du eh nicht mehr da groß was beeinflussen, ja. Ja, das eigentlich soweit zu dem smarten Jahresziel, was du dir da im Offroad-Sport setzen kannst. Dann musst du dies wieder runterbrechen, okay, dann musst du dich fragen, was muss ich denn tun, um 10 Plätze besser zu werden. Ja, es kann zum Beispiel in den ersten Wochen, gerade jetzt Januar, Februar, die jetzt folgen, sein, weil mir vielleicht motorradfahrtechnisch in Deutschland nicht gerade so viel los ist und möglich ist, bis auf den Hallen und so weiter, sagst du dir, okay, ich merke dann nach 10 Minuten beim Motocross-Rennen, meine Kraft und Ausdauer fällt ab. Okay, dann mach doch Kraft-Ausdauertraining und Cardio-Training, ja, und sag dir, okay, ich jogge jetzt jeden Tag eine halbe Stunde oder von Montag bis Freitag oder jeden zweiten Tag, was auch immer, mache das über Wochen, über die ein, zwei Monate und gebe mir dann die Chance, mit dem Motorradfahren wieder ein bisschen reinzukommen und guck mal, wie fit ich dann bin und mache mir dann konkrete Wettkämpfe für mich jetzt, also 20 Minuten plus zwei Runden oder sowas, und guck mal, wo ich da zeitlich rauskomme und guck dann, ob ich eine kontinuierliche Verbesserung sich abzeichnet von meiner Ausdauer und von meinem Befinden her. Ist es dann easy going oder ist das halt noch nicht zielführend? Dann muss ich halt meine Aufgaben, meine To-Dos ein bisschen anpassen. Ja? Also wäre wirklich das erste Ziel, sich zu setzen, okay, ich will eine halbe Stunde joggen jeden Tag. Am Anfang schaffe ich 4 Kilometer, meinetwegen, ja, und nach dem Monat will ich aber dann 5,5 Kilometer schaffen in einer halben Stunde joggen. Und da zeichnet sich dann schon ab, okay, das ist dann ein greifbares Ziel, worauf man sich konkret hinarbeiten kann, ja. Und dann führt eins ins andere. Das gleiche kann man auch machen, okay, die anderen sind alle 5 Sekunden schneller auf meiner Strecke, auf meinem Home-Track oder so. Wie werde ich jetzt hier mal schneller? Ich will auch so schnell sein. Okay, dann schaust du dir an, wo sind denn die anderen schneller und holst dir als erstes mal eine halbe oder eine Sekunde, catchst du, ja. Und dann arbeitest du weiter dran und dann weiter und weiter. Also das wirklich in kleine Ziele runterbrechen, damit man auch stetig immer ein Erfolgserlebnis hat, dass man das Step by Step geschafft hat. Ja? Man muss sich halt auch bewusst machen, wenn man jetzt nur an dem großen Ziel festhängt und dann nicht runterbricht, so oh, dumm die dumm, das Jahr ist rum und nicht geschafft. Dann ist man ja voll deprimiert, das zieht ja einen voll runter. Man muss dann halt das wirklich runterbrechen, dass man dann auch stetig so für sich kleine Erfolgserlebnisse hat, wieder etwas geschafft zu haben, um wieder ein Ticken an dem großen Ziel dran zu sein. Ja, also so funktioniert es, so läuft es, ist ein echt geiles Tool. Finde es selber bei mir schade, dass ich das erst seit 2-3 Jahren so richtig bewusst erkannt habe. Ja, dadurch wahrscheinlich viele Chancen und Möglichkeiten verpasst, gebe ich ehrlich zu. Ja, deshalb hier an der Stelle möchte ich es einfach weitergeben, damit es dir halt weiterhilft und du vielleicht von Anfang an ja gleich richtig loslegst oder halt jetzt deinen MX-Lifestyle ein bisschen anpasst, so damit du Erfolgserlebnisse natürlich ja kontinuierlich generierst und deinen Zielen und deinen sicheren MX-Lifestyle näher kommst. Dies war natürlich jetzt nur so ein recht grober Abriss, damit ihr wisst, was, wie ich das mache, wenn ihr da überhaupt mehr Interesse habt, wie man das machen sollte oder so. Dann schreibt man natürlich unten in die Kommentare, ja, ob ihr da wirklich noch mehr Interesse habt oder sagt, Nick, ey, wir sind alle im Hobbybereich unterwegs und so, ich lebe lieber einen Tag hinein oder so, dann ist das auch okay, dann schreibt es mir unten rein. Ja, nicht, dass ich dann hier zum Beispiel das noch mehr fokussiere und ihr habt eigentlich gar kein Interesse dran, dann wäre das meine Zeitverschwendung, eure Zeitverschwendung und einfach nur uncool. Ja, also von daher, lasst es mich teilhaben unten in den Kommentaren. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir natürlich einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, wenn ihr kein Video in dieser Art mehr verpassen möchtet und natürlich auch mein Free-Content für euer MX-Lifestyle weiter up-to-date bleiben wollt und immer gleich informiert seid. Und natürlich fleißig kommentieren, wie schon erwähnt, macht es Sinn, macht es keinen Sinn für euch, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch natürlich viel, viel Erfolg für 2017, natürlich eine unfallfreie Saison 2017 und vieles, vieles mehr, was ihr euch so wünscht für 2017. Und ich wünsche euch sportfrei, euer Nick.